Ja, auf der Truhe sitzend sage ich schon mal ein Hallöchen, ihr lieben Leute von heute, zur nächsten Folge von Enshrouded. Was haben wir gemacht in der letzten Folge? Wir sind gestorben. Wir haben aber die Jägerin erreicht, haben die Jägerin auf jeden Fall einmal, befreit, erweckt, wenn man so will. Ich muss einmal kurz schauen, wo ich das alles reingeben kann, weil ich möchte Platz haben für die ganzen Sachen. Dass diese Eisbolzen. Ach Leute. Ja, Magierstab wäre auch einmal cool, wenn ich das haben könnte. Da ist auch noch ein Platz, Leute. Da ist auch noch ein Platz drin. Und weil da werde ich nämlich diesen Heilungsstrom reingeben. Metallschrot und keine Ahnung was. Heilmittelchen gebe ich daher. Die Bombe, die kann ich da irgendwo rübergeben, weil ich glaube, ich habe schon eine Bombe. Nö, das ist... Achso, da kann ich auch... fünf Bomben habe ich. Was ist das da? Getrocknetes Fell, das gebe ich da rein. Knochen brauche ich jetzt da nicht. Felle kann ich auch da reingeben. Was haben wir da? Dunstmagierstab, das ist auch ganz gut, den habe ich. Das ist schön. Harz gebe ich da dazu. 15 Stück Harz. Fleisch kann ich mal braten. Jo. So, dann repariere ich einmal meine ganzen Sachen, Leute. So, super. Perfekt. Jetzt haben wir ja die... ich muss ja noch was holen, Leute. Mein Beschwörungsstab, der ist irgendwo da drinnen. Aber wo? Da. Den Beschwörungsstab nehme ich mir mal, dann beschwöre ich auf jeden Fall einmal die Jägerin. Kann ich die ja nicht da drin auch beschwören, oder? Tabulator. Sehr gut. Cool. Da ist sie mal jetzt. Die Welt der Lebenden ruft mich erneut. Ich bin eine Jägerin. Ich kann dir helfen zu überleben. Lass uns unsere Zeit nicht vergeuden. So, sprechen wir mal. Gemeinsam überleben. Ich kämpfe schon lange genug ums Überleben und um zu spüren, wenn ich nicht alleine bin. Ich fühle, dass noch andere Schlafende auf uns warten und dass wir mehr tun müssen, als nur durchzuhalten. Wir müssen uns niederlassen, etwas anbauen, das Land wiederbeleben. Ich erinnere mich, Ware, an einen Ort. Dort gibt es eine weitere Krypta der Erbauer. Geh nun, wir vertrauen auf dich. Salz finden? Uns mangelt es an vielen Dingen. Ohne eine ständige Versorgung mit Salz wird es schwierig sein, Pelze zu konservieren. Ich bin vielleicht nicht von hier, aber ich kenne das Land sehr gut. Hier, ich werde einen Ort, an dem Salz gibt, in deinem Tagebuch vermerken. Enttäusch mich nicht. Gut, was könnten wir da eigentlich herstellen? Ausrüstung verbessern. Knisternder Zauberstab kann ich nicht mehr verbessern. Die Unglückskeule auch nicht mehr. Dunstmagierstab könnte ich verbessern, wenn ich Runen hätte, Leute. Wenn ich Runen rette. Speerset, ja genau. Trockengestell, manuelles Handwerk, keine Ahnung. Also ich könnte da, ja, Sachen herstellen, aber wie viel Garn könnte ich herstellen? Ja, ein paar Stück. So, was mache ich jetzt? Jetzt würde ich einmal sagen, baue ich ein Häuschen für die Jägerin. Soll ich das daneben? Nö, da geht's rauf. Da drüben. Ich würde mal sagen, hier entlang. Dann nehme ich mal den Hammer in die Hand. So, Steinblock. Ich habe nicht mehr viele Steine, Leute. Nö. Ja, muss ich Steine sammeln, Leute. Bringt sich gar nichts. Ich muss Steine sammeln. Schon wieder mal. Na gut, dann werde ich das mal tun. Denn ich brauche ordentlich Steine. So, plündern wir mal Steine für das Häuschen.
Beziehungsweise jetzt einmal für den Weg zum Häuschen, zur Jägerin. Pflanzenfasern, alles sammeln, was geht. Wichtig. So, Steine brauche ich immer wieder. Ah, da drüben kann ich einfach reinhacken. Da bekomme ich ja Steine, ne? Ja. Bauen wir mal Steine ab ordentlich. Mal trinke mal einen Kaffee mal hier. So. Mal ordentlich Steine kloppen. So, jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Schi, Leute! Mal Ausdauer aufsammeln, auf Dingsen. Weil ich auf jeden Fall jetzt den Weg zum Hütchen für die Jägerin machen will. Dann schaue ich, was ich brauche, um mein Terrain zu erweitern. Ich trinke mal mein Wasser, damit ich mehr Ding bekomme. Mehr Ausdauer, sagen wir so. Ja, ich brauche ordentlich Steine, Leute. Das ist einmal wichtig. Hier, da mal alles weghacken, Leute. Hier, alles, die ganzen Steine weg. Voll geil. Also, das Spiel ist so richtig krass. Ja, auf meinem Kanal, ich weiß nicht, also... Es kann sein, dass ich ordentlich zusammenräume auf meinem Kanal. Ich habe ja... Leute, ja... Also ich habe mir ja schon einmal überlegt, ob ich nicht vielleicht nur noch Palworld in den Shroud bringen soll. Nö, will ich aber nicht. Ich weiß nicht, ich habe mir schon wirklich überlegt, weil ich habe so Bock momentan auf nur quasi zwei Spiele. Und das ist eben Enshrouded und Palworld, ne? Aber die anderen Spiele, da habe ich auch noch Bock auf jeden Fall drauf. Werde ich auch noch bringen. Ich habe es mir dann wieder anders überlegt. Und mir gedacht, wisst was? Ende. Also jetzt, nö, das war eine doofe Idee. An die anderen Projekte kommen auch noch. Auf jeden Fall. Natürlich werde ich ein bisschen aussortieren. Vielleicht Projekte rausgeben, die nicht so gut laufen. Keine Ahnung. Minecraft bleibt auf jeden Fall. Das ist einmal fix. Der ist so. So, dann werde ich einmal da ein bisschen Pflanzenfasern sammeln. Die brauche ich immer wieder. Cool! Dann gehe ich einmal zur Workbank. Ah, Flammenaltar will was von mir. Schau doch mal. Die Jägerin lebt. Vielleicht kann sie dir noch das ein oder andere über das Überleben in den verhüllten Ländern beibringen. Ja, ja. Stärke die Flamme. Was brauche ich da eigentlich? Plünderer Mutterkopf. Okay, nö. Altar aufwerten. Miasma-Seelen brauche ich 5 Stück. Ja, ist ja wurscht jetzt. Schauen wir mal, dass wir da mal einen groben Steinblock herstellen. Steine habe ich jetzt ordentlich. Zack. Dann kann ich schon mal anfangen, den Boden zu bauen. Auf jeden Fall wichtig. Nö. Das will ich nicht. Ich will da unten bauen, genau. Das wird die Hütte für die Jägerin werden, Leute. Die Jägerin, ich würde mal sagen, machen wir aus Holz. Mein Häuschen kommt dann auch noch daher, das darf ich nicht vergessen. Nö, das gehen wir mal weg. Weil ich will da die Tür haben. So, die Jägerin muss das schon gemütlich haben.
Genau, so soll's sein. Was will das jetzt allerdings nicht zu klein machen? Dann werde ich da noch einmal den Boden erweitern. Und noch einmal. So, jetzt habe ich keine Steine mehr. Oh. Gutti Wutti. Das passt ja. Oder? Für die Jägerin, das passt ja für die Jägerin. Super, würde ich einmal sagen. Na, ich würde einmal sagen, das passt. So, dann wärmer. Werden wir auf jeden Fall einmal die fehlenden Materialien, Dachblöcke, okay. Dann brauche ich Pflanzenfasern. Ich muss mir da wieder was herstellen. Ja, muss ich wieder Pflanzenfasern sammeln fürs Dach, Leute. Ja, so muss das sein. Ja, keine Ahnung. So, da drüben Pflanzenfasern sammeln. Bisschen was geht. Lila Beeren, immer fein. Da sind lila Beeren wieder. Lila Beeren. So, da mal komplett. Ich brauche nämlich Ding, ich brauche nämlich Pflanzenfasern. Hast du wahrscheinlich schon mitbekommen. Na, Leute. Keine Ahnung. Finde den Alchemisten. Genau. Das ist ja die nächste Queste. Genau. Finde den Alchemisten, Leute. Ja, da muss ich ehrlich sagen, also das wird nicht ohne. Aber den werden wir auch schaffen. Also schaffen. Den Alchemisten, den brauche ich für Tränke. Da unten sind noch Pflanzenfasern. Das muss sein. Jo. Alles mitnehmen, was geht. Dann bauen wir das Dach einmal. Nicht runterfallen hier. Ich will nicht runterfallen. Leute. So. Sehr gut. Auf jeden Fall. Und jetzt, Ladies and Gentlemen, werde ich das Häuschen weiterbauen für die Alchemistin, weil ich will nämlich für jeden ein eigenes Häuschen haben. Ich will jetzt nicht für zwei Leute ein Haus haben. Das will ich nicht. Sondern ich will gesondert das haben.
auf jeden Fall. Alchemist, den muss ich auch noch befreien. So, ich brauche Dachblöcke. Ich brauche Dachblöcke. Pflanzenfaser, Dachblock. Sehr gut. Schaster Butter. Dann würde ich einmal sagen, nehmen wir da mal. Drehen wir das Ganze. Dann werden wir mal das hier machen. Aber das kann ich aus Stein. Nö, das kann ich auch aus Holz machen. Da. Sehr gut. Und eine Türe. Ja, ich will eine Türe machen. Eine Türe machen, Leute. So. Türen, was brauche ich denn dafür? Holztür. Holzscheite. Leute! Ich glaub's ja nicht. Ich muss wieder Bäume bellen oder was? Gibt's ja mal nicht. Da kann ich glaube auch Harz sammeln. Wenn ich aber schon so dabei bin. So. Holzscheiße, Scheite. Ganz wichtig. Ah, da haben wir Harz. Yes. Zweimal Harz 4. Sehr fein. So sollte sich normalerweise eine Tür ausgehen, Leute. Normalerweise. Tagebuch. Muss ich mir nachher mal anschauen. Eine Türe. Türe. Türen. So, dann machen wir so eine normale Tür. Die gehen wir mal da runter. Zack, fertig. So, du kommst jetzt nochmal her. Nö, braucht ihr gar nicht. Also. Sehr gut. Tabulator. Und dann kommt sie daher. Sehr gut. Passt. Verpackt, Leute. Herstellen. So, sie kann nämlich. Kleiner Rucksack. Au, du Scheiße. Stofffetzen, getrocknetes Fell und Garn. Habe ich ja nicht getrocknetes Fell irgendwo reingelegt? Entschuldigung, Leute, ich habe gerade genießt. Das habe ich eh gemutet. Getrocknetes Fell habe ich ja irgendwo reingelegt. Das weiß ich. Ich habe aber nur zwei. Shit. Ich habe nur zwei getrocknete Felle. Gut. Dann würde ich einmal sagen, schauen wir uns mal auf der Karte um. Quests. Flammenaltar-Basis. Flammenaltar-Basis-Verbesserung. Bau einen weiteren Flammenaltar. Das ist einmal wichtig, Leute. Wisst ihr, was ich mache? Ich werde diesen Flammenaltar nämlich nach Rotfels machen. Das ist eine Idee. Flammenaltar. So, schaut mal. Baue einen weiteren Flammenaltar. Leute, das werde ich machen. Ganz fix. Ja.
dann gehe ich einmal kurz nach Rotfels und werde da dort noch einen Flammenaltar machen. Kann ich das eigentlich schon herstellen? Wartet mal kurz. Ich muss nochmal zurück. Weil dann habe ich dort keine Ressourcen und muss wieder zurück. Nö, will ich nicht. Deshalb schaue ich jetzt einmal. Mein Häuschen muss ich auch einmal weiterbauen. Ich weiß. Campe draußen. So, was brauche ich für einen Flammenaltar? Steine. Ich brauche einfach nur Steine. Okay. Dann sammeln wir mal Steine, würde ich einmal sagen. Oder? Zack, so, da werden wir Steine sammeln ordentlich. So, passt. Und ich kann den Flammenaltar nehmen. Fertig. Gut. Und jetzt gehen wir. Das werde ich jetzt noch machen in der Folge. Weil ich möchte das beenden. Ich will das jetzt nicht anfangen und dann weiß ich nicht mehr, wo ich war. Flammenaltar. Sagen wir mal, auf jeden Fall Pflanzenfasern mitnehmen. Ich gehe nach Rotfels und werde mal in Rotfels. Und werde mal in Rotfels dort daneben einen Flammenaltar machen, damit ich mich auch dort hin teleportieren kann. Und ich werde mich jetzt einmal schlau machen, also mal die Questen schauen, dass ich Queste abarbeiten kann. Tue, will, mach. Rotfels. Ja, da muss ich Bredlinbrücke gehen, genau. Das ist mega krass, Leute. Bredlinbrücke. Bredlin. Ah, mein Kaffee hier ausschlürfen, Leute. Ah, herrlich. So. Könnte ich eigentlich da auch einen bauen? Cool. Ja, auf jeden Fall dahin werde ich auf jeden Fall einen Flammenaltar machen. Du Sauviech. Gott, sag jetzt. So, den Flammenaltar mache ich mir mal und stell ihn. Nicht genügend freier Platz. Da schaut mal. Das könnte ich, den könnte ich tatsächlich da herstellen irgendwo. Schaut mal. Wahnsinn, ja. Mit der Flamme kommunizieren, Leute. Ich muss mal schauen. Ich könnte den nicht einmal aufwerten. So, jetzt könnte ich da immer hinreisen, Leute. Ja, aber gibt's da wieder Metallschrott? Nö. Also es spawnt sich nicht jedes Mal. Achso, oh ja. Ich könnte eigentlich schauen, weil da hinten geht's, da oben geht's ja auch noch weiter. Da war ich letztens in der letzten, im letzten Durchgang nicht. Schaut mal, da ist eine Falle gewesen. Servus. Aua! Ma! Das sind so viele! Leute! Ich komme gar nicht mit jetzt.
So, tschüss. Metallschrott. Entschuldigung, Leute, aber ich muss das machen. Hä? Kommt da noch einer? Da ist auch irgendwo ein Toter. Wo war denn der jetzt? Da oben steht er. Aua! Aber wo ist denn da der eine? Oh, hui. Metallschrott. Ja, da will ich rauf. Der ist tot. Ich bin aber auch gleich tot, Leute. Bandage. Oh. Wie komme ich denn da jetzt drauf? Ich will ihn looten. Da. Hier, Leute. Ja, tschüss, du Sau. Oh. Der Wahnsinn. Eine explosive Schwarzpulverbombe oder Pombe. Bombe. Gibt's da Metallschrott? Nein, ich wollte das Bett nicht abbauen. Ich wollte eigentlich schlafen. Ja, das habe ich auf jeden Fall mal gemacht. Zu Hause. Schnell. Nö, nicht da zu Hause. Da unten ist meine Stufe 2 zu Hause. Schnellreise. So, tschüss. Leute! Die Folge ist nämlich um. Ich habe das nur noch gemacht. Schnell. Das haben wir eh wieder über Zeit. Macht aber nichts, hoffentlich. So. Ihr Lieben, dann mache ich in der nächsten... Ich schlafe jetzt eine Runde und dann mache ich in der nächsten Folge also weiter. Ja, so ist es nämlich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich warte mal, bis ich aufwache. Jawohl. Game over und ciao.